Das römische Derby ist kein Spiel wie jedes andere. Ein Derby zu gewinnen, das ist wie ein Meistertitel. Das Derby war ein Spiel, das für sich alleine stand. Man durfte alle Spiele der Saison verlieren, nur das Derby nicht. Das ist eins unserer Symbole, der römische Adler, und natürlich steht Lazio drauf. Die Roma ist für mich extrem wichtig. Es ist der Verein meines Herzens. Ich bin hier aufgewachsen und nicht nur Spieler, sondern auch Fan. Lazio gegen Roma, das waren die Spiele. Hier zu gewinnen bedeutete eine gute Saison, auch ohne irgendwelche Titel. Das Spiel des Jahres, ein Spiel um Leben und Tod für die Romanisti und Laziali. Das hier ist Mussolini und das das Symbol des Faschismus. Da ist eine Menge Hass dabei, echte Rivalität. Rom, die ewige Stadt, wo man der Geschichte nicht entkommen kann. Die Heimat von Lazio und dem AS Rom, zwei Riesen des italienischen Fußballs. Sie treffen sich zweimal im Jahr zum wohl leidenschaftlichsten Derby des Weltfußballs. Eine mitunter gefährliche Angelegenheit. Heutzutage gehe ich nicht mehr zum Stadion. Das ist fast wie im Kriegsgebiet. Die Polizisten stehen da mit ihren Schildern, Helmen und Knüppeln. Deshalb gehe ich nicht mehr zum Stadion. Der 21. März 2004. Das römische Derby, Schauplatz einer der schändlichsten Episoden der italienischen Fußballgeschichte. Die zweite Hälfte, Spielstand 0:0. Drei Anführer von Ultra-Fangruppierungen betreten das Spielfeld und wollen mit Francesco Totti, dem Kapitän der Roma, sprechen. Ein Gerücht macht die Runde. Angeblich soll außerhalb des Stadions ein Junge von der Polizei getötet worden sein. Die Ultras sagen zu Totti, wenn das Spiel fortgesetzt werde, dann würden die Spieler getötet werden. Das Aushängeschild und Kapitän der Roma Francesco Totti ist sichtlich beeindruckt und rät Schiedsrichter Rossetti zum Spielabbruch. Das Jahr, in dem sie das Derby abgebrochen hatten, das war wirklich lächerlich. Denn wenn solche Dinge wirklich passieren sollten und man Bürgermeister und Polizei dabei hat, dann sollte es nicht vorkommen, dass man ein Spiel absagen muss. Das Gerücht stellte sich als falsch heraus. Im Nachhinein kommt es einem so vor, als ob die Ultras nur einen Grund erfunden hatten, um die Polizei zu attackieren und um ihre politischen Muskeln spielen zu lassen. Ich wäre bestürzt gewesen, wenn da wirklich ein Junge ums Leben gekommen wäre. Aber bevor man das Spiel abbricht, hätte man bessere Entscheidungen treffen sollen. Nachdem sich dann Schiedsrichter Rossetti per Telefon mit dem Ligapräsidenten Adriano Galliani kurzgeschlossen hatte, sagte man das Spiel ab. In diesem Moment war das Derby della Capitale, das römische Derby, meilenweit von seiner Zeit als eines der farbenfrohsten entfernt. Das Traurigste an Roma gegen Lazio ist, dass die Fans heutzutage gar nicht mehr wissen, wie viel Spaß so ein Derby bereiten kann. Denn so war das echte Derby. 150 Polizisten wurden bei den Ausschreitungen nach dem Spiel verletzt. Nirgendwo in Italien herrscht solch ein Fanatismus vor. Eine Mischung aus Leidenschaft und Gewalttätigkeit konzentriert sich auf den Fußball in Rom. Hier im Arbeiterviertel Testaccio sind die traditionellen Roma-Fans zu Hause.
So wie es die Romanisti beschreiben, handelt es sich beim AS Rom um das echte Team aus der Hauptstadt. Die Lazio-Fans werden als Burini, also als Landeier, bezeichnet. Wir sind Römer. Wir leben innerhalb der Stadtmauern. Leider wohnen sie außerhalb der Stadtgrenze und sind deshalb Landeier. Alle. Das ist der Unterschied. Wir sind von hier, diesem heiligen Ort Rom. Die Laziali sind Landeier. Sie sind Heiden. Heiden und Höhlenmenschen. Ein paar hundert Meter die Straße runter, hinter diesen Mauern, die Reste von Romas Gründungsstadion. Die Romanisti halten diese Wurzeln für den Beweis, dass sie das Team aus der Stadt sind. Es ist einfach, einen Roma-Fan zu finden, der behauptet, dass sie der wahre römische Verein wären. Das Argument ist so alt wie falsch. Ja, falsch. Denn man muss die Geschichte kennen. Diese Geschichte beginnt in den 20er Jahren, in der faschistischen Zeit Italiens. Auch wenn Lazio schon im Jahr 1900 gegründet worden war, so begann die Rivalität mit der Gründung des AS Rom 1927. Der Verein war das Ergebnis einer Zusammenführung durch die Mussolini-Regierung, um einen einzigen Fußballvertreter aus der ewigen Stadt zu erhalten. Doch Lazio stellte sich gegen diese Pläne. Von Anfang an gab es da einen großen Unterschied zwischen den Romanisti und den Laziali. Denn die Lazio-Fans fanden sich als Opposition zu den restlichen 7 Fangruppen Roms. Sie hielten zu Lazio. Auch die Vereinssymbole sind sehr unterschiedlich in Farbe und Herkunft. Dieser Symbolismus und der Hang zur Geschichte ist in Rom eng verbunden. Die Farben von Lazio sind griechisch und das Wappentier ist der Adler, das heilige Tier von Jupiter. AS Rom dagegen ist rot und gelb, das sind die Farben der Stadt Rom und das Symbol ist der Wolf, in Anlehnung an den Kriegsgott Mars. Ein weiteres Zeichen der Rivalität. Sie tragen die Farben eines römischen Teams, aber für uns steht Lazio für Rom. Die Roma ist für uns einfach ein Gegner, den es zu schlagen gilt. Beide römischen Teams haben den Scudetto nur ein paar Mal gewonnen. Die Roma wurde 1942 zum ersten Mal Meister, bei Lazio dauerte es nochmal 32 Jahre länger, 1974. Man sieht also, dass in den ersten 74 Jahren sie zusammen gerade einmal 2 Titel holen konnten. Umso wichtiger war das Derby. Es bekam einen ganz anderen Stellenwert als in Mailand oder Turin. Das Derby ist nicht zu vergleichen. Du kannst alle Spiele verlieren, wenn du beide Derbys gewinnst, bist du das ganze Jahr glücklich. Es ist eine erbitterte Rivalität an der Grenze zum Hass in uns. Aber das wird uns nicht aufhalten, weiter Teil dieser Roma-Lazio-Rivalität zu sein. Der AS Rom wurde 3-mal italienischer Meister, Lazio nur 2-mal. Ohne echte Titelhoffnungen bleibt nur noch das Derby als Saisonhöhepunkt. Die letzte goldene Ära in Rom begann Ende der 90er. Dank des Vermögens von Clubpräsident Craniotti brach Lazio alle Transferrekorde. Man holte Topstars und mit Sven-Göran Eriksson einen Trainer, der das Zeug hatte, den Scudetto zu holen. Eriksson ist ein großartiger Trainer. Er hat meiner Meinung nach die richtigen Entscheidungen getroffen. Er ist der Beste und ihm haben wir viele tolle Momente zu verdanken. Inspiriert von den Millioneneinkäufen und Erikssons Taktik, fordert Lazio die altehrwürdige Konkurrenz aus Mailand und Turin heraus. Außerdem wurde der Lokalrivale in Schach gehalten und so wurde Lazio im Jahr 2000 italienischer Meister. Mancini, Rete! Straordinario gol di Roberto Mancini! Eriksson war und ist immer noch ein Spitzentrainer. Er hat schwedische Mentalität mit sehenswertem Angriffsfußball mitgebracht. Beim Stadtrivalen AS Rom kam als Trainer Fabio Capello.
angeführt vom argentinischen Stürmer Gabriel Batistuta und dem charismatischen Kapitän Francesco Totti. Als wir 2001 Meister wurden, gab es abends fast in ganz Rom eine Riesenparty. Allein bei uns waren es an die 10.000 Menschen. Nur ein Jahr nachdem Lazio den Titel geholt hatte, schlug die Roma zurück. Aber in Rom feiert man mehr, wenn der Erzrivale scheitert. Als die Roma Lazio den Titel abgelutscht hatte, wollten das die Laziali schnell vergessen. Wie wenn mir jemand das Herz herausgerissen hätte. Die Gründe, warum die römischen Vereine nur kurz den italienischen Fußball dominierten, sind verschieden. Der finanzielle Atem ist kürzer als bei den norditalienischen Vereinen und der Druck, der auf den Hauptstadtclubs liegt, kann die Spieler lähmen. Wenn man in die Fußballgeschichte schaut, zu den Teams aus Mailand und Turin, dann haben sie die wirtschaftliche Kraft, um tolle Teams zusammenzustellen. Lazio und die Roma haben deshalb nur wenige Titel gewonnen. Vielleicht bringt das auch zusätzlich Stress in die Hauptstadt, nicht mit Mailand oder Turin mithalten zu können. Sogar zum Training der Roma strömen die Tifosi. Keine Überraschung, welcher Club im Fokus ihrer Witze und Schmähgesänge liegt. Egal zu welchem Zeitpunkt der Saison, das Derby hat jeder im Kopf. Im römischen Haifischbecken brauchen die Fans echte Helden. Hungrig nach Erfolg auf nationaler Ebene, suchen sie sich nach ihren modernen römischen Göttern. Kaum ein Spieler verkörpert seinen Verein so wie Francesco Totti. Der Kapitän der Giallorossi ist ein waschechter Römer. Mit den meisten Pflichtspielen in seinem Verein ist er schon heute eine Legende. Totti ist ein sehr wichtiger Spieler, nicht nur für den Verein, auch für die Fans. Er ist Römer, hier geboren, darum kennt er die Bedeutung für die Roma aufzulaufen. Totti, rete! Incredibile pareggio della Roma! Es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich möchte das Trikot der Roma bis zum Ende meines Lebens tragen. Totti ist ein Symbol für Rom und die Roma. Außerdem ist er mehr als ein Kapitän. Er ist auch Fan. Das macht ihn zum Idol bei den Anhängern. Die Roma-Fans sind ganz besonders. Sie sind so leidenschaftlich. Sie stehen immer hinter uns und feuern uns an. Sie lieben, ja vergöttern uns. Und wir versuchen das auf dem Platz zurückzuzahlen. Auf Seiten Lazios ist ein ganz spezieller Spieler das Idol. Ein ehemaliger Ultra, der die Roma so sehr hasst, wie er Lazio liebt. Paolo Di Canio repräsentiert alles, wofür Lazio steht. Er ist Lazio. Mit Sicherheit eine explosive und kontroverse Persönlichkeit. Di Canio spielte für Lazio von 1985 bis 1990. 14 Jahre später kehrte der verlorene Sohn wieder zurück. Am 6. Januar 2005 sorgte Di Canio für den Derby-Skandal. Ich erinnere mich genau an dieses Derby. Es war mein erstes, wir haben gewonnen und ich habe sogar ein Tor geschossen. Es war klasse, dass Di Canio aus England wieder zu uns zurückgekehrt ist und wir haben dieses Derby gewonnen. Er hat ein Tor direkt vor der Südkurve erzielt und dann machte er diesen Gruß, wie ihn Giorgio Chinaglia die ganzen Jahre zuvor gemacht hat. Schon zu Beginn zeigte Di Canio, was für eine Bedeutung das Derby für ihn hatte. Sowohl als Lazio-Spieler als auch als Lazio-Fan.
Es ist dieser berühmte 3:1-Sieg am 6. Januar. Es war sein erstes Derby nach seiner Rückkehr. Lazio gewann mit 3:1 und er hatte ein tolles Tor erzielt. Er verkörpert einen der Ultras. Er ist einer von uns, der in der Fankurve sein ganzes Leben verbracht hat und jetzt bei der Mannschaft seines Herzens spielen kann. Lazio erzielte zwei weitere Tore auf dem Weg zu diesem sensationellen 3:1. Di Canios Rückkehr war vollbracht. Leider hat er danach eine dunkle Seite seiner glühenden Verehrung seines Clubs gezeigt. Mitten in dem chaotischen Durcheinander nach dem Spiel macht Di Canio vor der Fankurve den römischen Gruß, besser bekannt als den Faschistengruß aus der Mussolini-Zeit. Damit hat er sich als Verbündeter des rechten Flügels der Lazio-Ultras zu erkennen gegeben. Da sieht man's. Er hat es nie versteckt, ein Faschist zu sein. Die Lazio-Fans stehen ohnehin politisch rechts. Er ist Lazio und damit ein Rechter. Der römische Gruß ist eine wirklich starke Geste. Ich persönlich bin sehr stolz darauf, was er tat. Il saluto romano è un saluto forte, è un saluto dove... Es scheint, als habe Mussolini immer noch Einfluss auf den Fußball in Rom. Hier kann man sein Adler-Tattoo und all die anderen Symbole erkennen, die er hat. Er zeigt, wie wir, woran wir glauben. Von wirtschaftlichen Problemen gebeutelt ist Lazio nicht mehr die einstige Macht. Doch der Druck bleibt. Die Fans bestehen darauf, dass die Spieler die Vereinsehre verteidigen. Man muss immer die Bereitschaft zum Kämpfen zeigen. Wenn du raus auf den Platz gehst, gibt dir die Lazio-Atmosphäre Kraft und Sicherheit. Auch wenn es die Fangruppen nie zugeben würden, die beiden Vereine teilen sich eine fast identische Philosophie. Bei den Giallorossi huldigt man noch heute den ehemaligen Kapitän Giacomo Losi. Er hat immer leidenschaftlich gespielt. Solche Spieler wie ihn gibt es heute gar nicht mehr. Losi steht für die besondere Einstellung. Sein Spitzname war das Herz von Rom. Berühmt für seine harte, aber faire Spielweise. Losi wusste, was von einem Spieler der Roma verlangt wurde. Ein Romanista muss die Mannschaft lieben, wie wenn es seine eigene wäre. Die Fans erwarten professionelle Spieler, aber mehr noch. Sie verlangen, dass du in dieses Trikot hineinwächst, die Clubfarben annimmst. Und ich wollte diesen Leuten, die ihren Verein so liebten, das alles geben. Am Ende finden sich beide Philosophien im Derby wieder. Es passt nur zu gut, dass die Spiele im Olympiastadion stattfinden, umgeben von den einstigen Göttern und den Mythen. Man kann es nicht in einem Wort erklären. Das römische Derby ist etwas anderes. Man lebt das ganze Jahr darauf hin, nicht nur die Woche vor dem Spiel. Ein großer Unterschied zu den anderen Stadtderbys. Es ist diese gefühlte, spürbare Rivalität von den Fans und von den Spielern. Dieser römischen Einstellung kommt bei den Derbys eine besondere Bedeutung zu. Denn meist gewinnt das leidenschaftlichere Team.
Im Jahr 2006 gelingt Lazio, eigentlich das schwächere Team, ein Rekordsieg gegen den Erzrivalen. Mit großer Genugtuung erinnere ich mich daran, denn es war ein großes Spiel und die Roma in einer überragenden Form. Sie hatten eine tolle Mannschaft, etwas besser noch als unsere, aber wir gewannen das Derby. Weniger wegen unserer technischen Qualität, als vielmehr aufgrund unseres Kampfgeistes. Più che con le qualità tecniche sia la più grande soddisfazione. Bei diesem Spiel wird die Taktik über Bord geworfen. Stattdessen ist es ein Spiel, wo du Herz, Leidenschaft und Kampfgeist zeigen musst. So kann auch das eigentlich schwächere Team gewinnen. Für viele Spieler ist es das Spiel ihres Lebens. Und für die Fans bedeutet ein Derby-Sieg ein Stück mehr zu ihrer geliebten Stadt zu gehören. Rom ist die perfekte Kulisse für den Mix aus Geschichte und Leidenschaft. Rom, die Stadt, wo die Fans ihren Verein und ihre Stadt gleichermaßen lieben. Ich bin Lazio-Fan, meine Familie auch. Deshalb erlebt mein gesamtes Haus das Derby extrem intensiv, die gesamte Derby-Woche. Du spürst das Derby schon einen Monat voraus und auch die Grundstimmung für das gesamte Jahr hängt vom Verlauf des Derbys ab, denn viele Fans verzeihen dir entweder nicht oder sie feiern dich bis zum nächsten Derby. Wehe, du verlierst es, schließlich zählt nur der Sieg.